Ernst, ich will dir nichts verkaufen. Geht auch gleich weiter mit der Live-Szene. Ich habe jetzt mal einen Perspektivwechsel vorgenommen. Dieses Spiel ist aus 2009, Floras Fruit Farm. Und ja, das liegt halt auf der Halde meiner ungespielten Spiele. Ist auch nur ganz wenig Megabyte. Ich nehme mal an, das wird sehr pixelig werden, aber wir werden es gleich sehen. Ich werde es zumindest mal anspielen, ne? Und dann weiß ich, ob ich es jemals weiterspiele. Und du weißt es dann auch. Einen schönen Tag, mein neues Zuhause zu erforschen. Wow, warte mal, vielleicht gehört diese Frucht jemanden. Hä? Grummel? Schenke ich dir diese magischen Handschuhe? Cool. Was ist jetzt hier? Das muss jetzt weg hier. Okay. Die magischen Handschuhe sind das Geheimnis. Schau mir einfach zu. Zum Fortfahren hier klicken. Das ist also die Einführung. Fangen wir mit einem Apfelverband. Klicke auf den Trick wachsen lassen, um anzufangen. Wachsen lassen. Trick. Wenn du singst, wächst dein Baum schneller. Aha. Gefundene Früchte 0 von 3. Aha. Die drei Wachstumsnoten, aha, du kannst einen Baum, wenn du genügend wachsen, lass deinen Baum wachsen, um Obst zu finden. Kille, 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 kille. Nee. Hurra, siehst du? Das verbraucht eine Wachstumsnote, so ist das also. Wachstum stoppen. Jetzt wird der Apfel abgeschnitten. Klicke auf den Trick Obst abschneiden. Ah, das ist der Obst abschneiden Trick. Jetzt klickst du auf das Obststück, das du abschneiden möchtest. Also klickst du auf den Apfel. Zack. Das war's. Im Korb. Wähle den Trick wachsen lassen. Schau, ob du sie findest. Da, ein noch kommen. Wer ist denn noch da? Gut gemacht. Okay, Obst abschneiden. Schnibbidi schnapp. Und schnibbidi schnapp. Ja, wenn man kleine Kinder hat, die mögen sowas, ne? Es ist noch ein Apfel gewachsen. Schneide auch den neuen Apfel ab. Klicke auf den Stand, um deinen Korb zu entleeren. Das ist wohl der Stand hier. Da hätte man noch diesen Trick hier jetzt drauf. Aha, Doppelklick habe ich gemacht und dann geht's, aha.
Wow. Vergrößerungsstaub hat er genommen. Betrug. Ah, Feenstaub. Fortfahren, klicken. Du siehst, wie viel Staub du noch hast, indem du dir die Zahl beim Trick Vergrößerung oder den Staubpegel der Flasche mit rotem Feenstaub ansiehst. Hier. Gut. Klicke auf den Trick Vergrößern. Wow. Wow, das wird ja ein Kürbis. Wenn du möchtest, kannst du Aufgaben sammeln. Wenn du also auf mehr als ein Obststück klickst, vergrößerst du sie alle nacheinander. Versuch es mal. Dann muss ich doch das hier nehmen, ne? Oder doch den hier. Den hier. Ach, den hier. Aha, das war ich zu schnell. Eins, zwei, drei. Obst abschneiden. Eins, zwei, drei. Jetzt sammle die Standaufgabe. Du kannst auf den Stand klicken, wenn Obst in deinem Körper bevor du zu dieser Aufgabe kommst. Ja, was jetzt? Aha, habe ich ihn weggeklickt. Ich glaube, das Spiel gab es mal irgendwo im Bündel für 1,99, 10 Stück oder so. Aha. Wow. Klicke da drauf und wir können loslegen. Das ist ja wohl die einzige Hütte hier, oder was? Du hast anscheinend genug Geld. Die Stelle, da sind drei Stellen. Die hier? Aha. Fortfahren, hier klicken. Lass erstmal deinen Baum wachsen, wie du jetzt hier mal, um etwas Obst zu finden. Beginnst jeden Tag mit drei Wachstumsnoten. Aha, für drei Kunden gibt es eine Wachstumsnote. Ach so, fortfahren.
Wow, Gold, Silber. So, jetzt hier, zack. Und du kriegst ein, aber mal festhalten. Und nochmal, zack. Klöter, Klöter. Aber ich habe noch Äpfel, so, dann gehen wir das mal hin. Na, einer ist da ja drauf. Und zack. Da sieht schon ganz ungeduldig aus da hinten. Kommt immer ein Sparschwein. Meiner 20. Oh. Auf Fortsetzen klicken. Wie du mehr kaufst. Okay, klicke auf deinen Baum, um loszulegen. Ach so, nee, doch. Hier kannst du mehr Feenstaub kaufen. Klicke einfach auf die Pfeile, um gewünschte Menge. Es gibt auch die praktische Schalten gestrige Menge auffüllen. Ja? Gestrige Menge auffüllen. Achso, erstmal hier klicken. 30 Roten insgesamt. Halt. So. So, dann wollen wir mal wieder hier, ne, wieder rumzaubern. So, ne, wir wachsen hier, ne?
Okay, jetzt habe ich keine Wachstumsnoten mehr. Schnipp. Ach, das war ganz zu viel. Naja, was soll's. Und was jetzt? Wie lange haben wir auf? Ah, Schließungszeit. Sozusagen, na denn los, weiter. Wirklich gut. Ich glaube, du kannst jetzt mehr über glänzendes Obst. Das Geheimnis des Glanzes liegt im Glitzerstaub. Naja, das habe ich mir fast gedacht. Ne? Mit gelbem Feenstaub hier. Ich gebe dir etwas. Klicke auf die Stelle unten und ich helfe dir den Tag über. Aha. Floras Landhaus 2. Zeig dir die Kunden, die heute kommen. Die Zahl der Kunden sinkt jedes Mal, wenn du eine Frucht vom Baum übergibst. Aha. Ein Kunde oder was? Ach so, jetzt klicke ich da drauf. Feenstaub, ja. Schnäppchen. Kann ich ja richtig zuschlagen hier, ne? Und der kostet 10. 4. Okay, da haben wir jetzt richtig zugeschlagen und es ist richtig. Wachstum stoppen. Und dann auf die Frucht. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Schneide sie ab und lege sie auf deinen Stand. Na gut. Schnibbeldiwipp. Groß und glänzend.
ich das nicht gerade gemacht? Hat er nicht genommen. Jetzt. Okay. Ja, war ich halt nicht schnell genug. Mann. Aha, das nächste Grundstück. Also zwei weitere Bäume und dann kann ich den Sanadu Garden kaufen. Okay. Zurück zur Karte. Aha, jetzt kann ich hier also aussuchen, was ich machen will. Okay. Jo, ich denke mal, das soll als Einblick reichen. Wer Kinder hat, ne, das ist ja alles mit Bildern, da kann man nicht viel verkehrt machen, man muss nicht rechnen. Also von daher ist das eine ganz nette Freizeitbeschäftigung, gerade jetzt in dieser furchtbaren Pandemie. Ne? Jo, dann danke fürs Zuschauen, wenn dir das gefallen hat. Freue ich mich über ein Gefällt mir und natürlich noch mehr über ein Abo. Ganz klare Sache. Und wenn du beim nächsten Mal auch wieder reinschaust. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Spielen und bleib gesund. Tschüss.